gut. Abagos-Fehlern muss man hier im Wald abgeben, ne? Jupp, ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Das Spiel hat sogar echt auch schon mittelalterliches Backtracking. Aber naja. Einfach die Schnauze. Sei gegrüßt, Prinzessin Zelda. Hast du ein paar Apagos-Federn? Kichert. Geil. Dann werde einfach. Ich einen Umhang aus deinem Schleier machen. Hier, ich muss wieder fort. Geil. Sieht gut aus. Sieht auch gut aus. Ja, wohin jetzt? Zum Schreien? Zauberstab gleich holen? Oder nee, jetzt gehen wir mal hier rein. Befreien hier alle. Schnell, Mr. Quabbitch. Oh, du meine Güte. Es sieht so aus, als hätte man alle zum Tykugi-Turm gebracht. Das ist eine illegale alle, zwei Personen. Aktion. Meine Kekse werden noch anbrennen. Zieht von dannen. Oh, meine Kekse. Ja! Alter. Richtig wütend zerkloppt der König. Wenn der König mal wütend ist, ne? Dann einfach... Oh. Da ist der... Komm schon, schnell! Es ist fürchterlich, Bürgermeister Cavendish wurde angekettet im Turm. Oh, meine Kekse! Wir sehen uns in Sarkado. Ja. Wo wir uns wieder Brot holen. Dann sind wir gleich durch wieder, Leute. Wir sind gleich wieder durch. Wir sehen uns in Sarkado. Das König, zeig uns mal dein Po. Wie geht denn nicht? Was ist denn hier los? Der ist ein Arsch einfach. Alter, gleich direkt bis jetzt da oben. Gecheatet. Du wagst es gegen mich anzutreten? Du wirst sterben! Wart's nur ab, du Blechdose. Leute, er ist tot. Er ist tot. Verschwinden wir. Ach ja. Irgendwie so ein bisschen denkt man noch drüber nach. Das sollte so auf der Beerdigung irgendwie. So der letzte Satz auf der eigenen Beerdigung so. Er ist tot. Verschwinden wir und hauen alle ab. Alle Gäste so. So etwas Entwürdigendes, bitte, Eure Hoheit. Würdet ihr diese Ketten. Ey, Eure Hoheit! Ja, Zelda ist ja auch eine Hoheit, ne? Ah, danke, Prinzessin. Da, ja, ja. Es ist mir gelungen, diese magische Laterne diese zu verstehen. Magische Laterne. Ich hoffe, sie wird euch denn? Nützlich sein. Ich muss mal meine Allergie regeln. So, bessere Lampe. So, dann holen wir in der Dordung-Festung uns den Feuerkristall. Einfach mit Abkürzung, mit Cheaten. Warte mal, ich hab ja. Hier habe ich ganz vergessen. Impass-Weisheiten hat man hier im Nicht-Helden-Modus auf der USB-Controller-typischen Select-Taste. Irgendwie so. Glioks lieben dunkle Höhlen und Schätze, mindestens genauso stark. Vielleicht besitzt es ja eine Art Kristall? Finde ich irgendwie auch halt schön, ne? Zu jedem Gebiet gibt es so eine kleine Sprüche, die halt auch hinzugefügt wurden. Aber das Bild von Impa, ey. Guckt so ein bisschen, naja. Im anderen Spiel war es ja Grownums Weisheiten. Impa ist die Beste. Oh. Siehst du, mit Stereo hat Impa wenigstens einen Fan. Licht an, Licht aus! Oh. Leo, komm her! Ja! Einfach tot geprügelt. Ja. Yeah. Feuerkristall. So, gehen wir in Sarkado ab. Dann kommen wir, glaube ich, auch wirklich gleich nach Dodomai. Ich muss mir noch mein Brot holen. Und wir müssen in den Schrein von Dings rein, stimmt ja. So, gib mal Brot her. Dein Freund Link könnte 10 davon essen. Ja, mindestens. Die Apagos werden dafür sterben.
Scheiß Brot. Usch! Rinni schlagen, Alter. Das ist eine Walk-Animation, das ist so lustig. Also los. Mal sehen, wie es funktioniert. Macht seine Sache ziemlich gut. Massive Explosion im Haus, wohl ihr merkt, ne? Guck mal, alles wieder abgehakt. Das letzte Herz kriegen wir ja von der Festung da. Und den, ja. Ach, Leute. Kurzes Spiel. Dann haben wir wirklich alle gezeigt. Steht ja auch da. Gratulation. God Mode. Warum auch immer. Und schön Cheats für unendlich Gegenstände. So ein Quatsch. Bomben nicht mal her. Ich hab 19 Bomben. Ich komme mir noch ein bisschen. Oh, Bombs. Oh. Das Spiel ist so schlimm. Ja. Wieder Kokiri. Aber also an sich, wie gesagt, es geht hier, die Version. So. Natürlich meine ich bitte euch. Oh, Zelda. Omfak bewacht den Schrein. Das ist echt Omfak. Alles, was ich erblicke, verschlinge ich. Schmatzgeräusche. Ich glaube, der König ist auch wirklich nur spielbar, weil der halt auch so ein Meme ist. Der König ist auch so ein Meme. Von wegen irgendwie, ja, ihr habt doch mal so. Fans haben schon vorher so ein Spiel gemacht, irgendwie The Journey of the King oder so. Ich glaube, darauf beruht es sich einfach alles. Den Gag haben schon viele gebracht. Deswegen, erstmal Moonjump! Woo! So, Omfuck, gib mal den her hier. Weil er muss erst seine Schnute zeigen. Dann kann ich ihm Brot reinwerfen. Nein, kann ich nicht. Da reicht ein normaler Schlag. Ich hab ihn. Explosionsgeräusche und Möwen. Ich hab den Stab! Yeah! Zauberstab von Gamelon. So. Ja, dann muss noch die Festung machen, denn hier die Visionslampe holen oder die Feenlaterne. Kann ich mich eigentlich hier abkürzen? Nee. So, hey, sei ruhig. Sieh, wie dein Vater gefangen genommen wurde. Du bist mein Gefangener. Hey. Sei ruhig. Hector, leg diesem Wicht Ketten an. Ja, Meister. Ja. Hector. Ist gefährlich. Toll. Das Krokodil war nur Bait. Das Krokodil ist nur Bait. Man muss nämlich hier lang. Dann schau ich schon gut. Hey, sei ruhig. Hört ihr nicht immer, wenn ihr im Chat so jemand so, hey, ruhig. Ruhig jetzt. Jetzt ein Ritter da, ne? Einfach. So, ich würde jetzt einfach direkt gleich hier reingehen. Geht halt auch, ne? Besiegen wir gleich direkt Hector an. Die Sequenz haben wir schon gesehen. Besiegen wir mit unserem Po. Du hast mich besiegt. Gut. Scheiße, was war da gerade für ein Geräusch von den Töten? Ich hatte mich schläge jetzt, aber standen da? Knistern oder wie? Ach, egal. Du hast mich besiegt. Herzog Onklet betrügt den König. Ja, ich weiß. Schlage auf das Porträt und du gelangst in sein Zimmer. Danke. Danke. Dün. Babben, babben, dun. Herzog Onklet betrügt den König. Ich stehe neben dir, Mann. Wie er auch springt, ey. Die Sprunganimation ist so lustig. War das mit offenem Mund so? Ja, wirklich geil. Total cool. Wie gesagt, finde ich wirklich toll. So viel Mühe.
So ein Schwein, jetzt machen wir dir Mann gegen Mann jetzt hier. Tu mir nicht weh, Zelda. Ich verrate dir den geheimen Weg in den Raison-Palast. Dann fang schnell an zu reden. Geh immer nach links und verschiebe den Fels. Dieser Schlüssel öffnet das Schloss. Ich werde aufpassen, dass er sich nicht davon stiehlt. Ich werde aufpassen, dass er sich einer davon stiehlt. So, noch den Wald ganz schnell. Und jetzt sind wir schon da. Dann verschiebe ich gleich den Fels. Was vergessen noch? Nee, die Lampe wird jetzt nur upgraded und das ist alles. Mehr hat das Spiel nicht zu bieten. Also auch schon im Original wie nicht so. So, ich habe jetzt eigentlich mehr Treffer, aber trotzdem. Da muss ich irgendwie schmunzeln. So. Ich finde die Viecher einfach alle wegflöten. Flöt. Schon kann sich keiner mehr bewegen. So, Ma'am, geben Sie mir die Feenlaterne. Dieses Licht vertreibt die Dunkelheit, die um Garnon herrscht. Aber nur der Zauberstab kann ihn besiegen. Viel Glück. Nur der Zauberstab. Und ein Buch, was haben wir nicht. So. Ab in den Raison-Palast. Und das Spiel beenden. So, mein Elixier ist leider nicht aufgefüllt, aber ist ja egal. Ja, ich gebe ja zu, das Ganze ist, also Hauptgrund des Vereinfachung ist wirklich, dass es halt keine Continues gibt. Aber ich wollte nochmal erzählen, es gibt sie schon. Man kann den Remastered-Modus einfach ausstellen. Ne, einfach jederzeit auch, einfach im Menü da. Wenn man sagt, nee, ich würde ein bisschen herausfordernder, alles klar. Leute, ich habe mir jetzt gedacht, in der Situation, Leute, ich habe das Spiel halt schon durchgezockt. Mit der alten Mechanik, ohne Remastered. Deswegen erlaubt mir bitte hier, wie ist jetzt beim quasi nochmal zocken? Den Remaster-Modus, ne? So. Es ist zu dunkel, um Garnon zu sehen. Aber der Triforce sagt, du kannst nur gewinnen, wenn du auch fällst. Ich frage mich, was das bedeutet. Was das bedeutet? Guck dir ans Egli. Wird verfolgt, Hilfe! Was? Handschuh. Aua, Mann. Komm, jetzt schau ich doch, bevor ich sterbe. Ganz schnell. Ja. Wow. Oh, hab ich geschossen, ey. So, den Typen schnell killen. Schlüssel angesteckt. Po gezeigt. Alles gut. So, da ist schon die letzte Tür zu Garnon. Aber es fehlt noch ein Knie. Hol ich ihn mir. Ich bin der King. Oh, oh. Oh, mein Arsch. So. Bam, bam. Hua, Ninja-Sprung, ey. Abgeblockt. Got a key. Ja, natürlich, Alex, ist auch natürlich allgemein einfacher, weil einfach die Steuerung funktioniert. Lässt sie viel besser, du kannst reagieren richtig und... Ach. Aber Alex, ob du wirklich die Originalerfahrung mal machen würdest? Ey, wie gesagt, leckt doch an, der Controller ist ja auch so scheiße. Nicht nur die Tastenbelegung von wegen nach oben drücken, um zu springen, der altbackene Kram, ey. Der Controller, mit dem man nach oben drücken muss, der ist komplett Müll. Komplett, wow. So, Leute, wir sind bei Garnon. Er ist hinter der Tür. Irgendwie bin ich jetzt wieder nach unten gekommen. Ich bin einfach durch die Tür her und komm nicht oben raus, sondern unten. Ist Dutchwoods. Hat da wieder nicht richtig programmiert, der Typ. Findet ihr auch wieder alle Bugs? So, ich bin der King. Du wagst es, Licht in mein Dunkel zu bringen, dafür wirst du sterben. Donnernde Explosionen. Schaffe ich dir das noch? Tschüss, Garnon. Ha! Die Cat!
retten. Nein! Du hast mich nicht das letzte Mal gesehen. Warpgeräusche, schließendes Buch. Okay, da war bei Link die Fratze des Bösen, war lustiger. Vor wegen Zisch, Bumm, Schluss oder was war das? Okay, sehr schön, Leute, wir sind durch. Jetzt retten wir uns selber. Guck mal, ne, die Macher hätten auch mit dem Charaktermodell arbeiten können. Aber die haben sich gedacht, hä? Der König hat doch ja keine weißen Haare. Der König ist doch so, so rotblond, oder nicht? Wer ist dieser Imposter, hm? Ganons miese Tricks. Ach, Leute. Es hat Spaß gemacht. Vater! Du hast mich gerettet. Kräftige Schritte. Er ist der Verräter, Eure Majestät. Bitte, Euer Hochwohlgeboren, habt doch Gnade. Wenn du alle Flure des Schlosses gewischt hast, können wir vielleicht über Gnade reden. Jetzt schafft ihn fort. Ja, mein König. Ich frage mich, was mit Link geschehen ist. Echt mal? Ist doch egal, er war sowieso ein Langweiler. Hör auf, dich immer im Spiegel zu betrachten. Was ist denn passiert? Oh, gar nichts, Link. Wir wollten gerade ein Fest feiern. Klasse! Ausgelassenes, herzliches, freudiges Gelächter. Leute, Mann, wir sind durch. Wieder mit komplett beiden Durchgängen. Heldenmodus. Und der König-Modus. Sehr, sehr schön. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ihr könnt euch immer gerne noch halt die Original-Let's Plays angucken, halt von damals. Die halt noch die echte Erfahrung da machen mit dem sehr langsamen Spielgeschehen, mit den frustigen Stellen. Oder man überspringt das alles und zieht sich das Remaster rein. Leider gibt es zu Zelda's Adventure noch keine verbesserte Version. Was ja das dritte Zelda-CDI-Spiel wäre. Aber ich glaube, da kriegen wir auch keine. Ist einfach zu schlecht. Da kannst du mit nicht arbeiten. Da kann man nichts verbessern. Ist echt fies. Ja. Trotz alledem, auch dieses Remaster hat viel Spaß gemacht. Dadurch kann man Zelda, der Zauberstab von Gamelon, jetzt einwandfrei spielen. Aber das Spiel bleibt weiterhin nichts Besonderes. Mega banal. Die Cutscenes sind noch das Lustigste daran. Ne? Ansonsten ultra einfach. Hin und her rennen. Einfach Items, die nur springen. Schlechtes Spiel. Also komische, doofe Spiel, ne? Aber die Cutscenes reißen es raus. Und mit der Remastered-Version sowieso geil. Beste Möglichkeit, das Spiel nochmal nachzuholen. Aber ihr dürftet nicht einfach unerlaubt senden oder streamen. Ah, nee, Stream steht ja da nicht. Schwein gehabt. Gut. Du bist eine wahre Kriegerin. Gratulation. Zur Belohnung sind nun God-Mode und Cheats für unendliche Items verfügbar. Du hast somit alles freigezockt und bist einfach wahnsinnig. Ja. Vielen Dank fürs Spielen. Drücke Sprungtaste, um fortzufahren. So. Jetzt haben wir wirklich hier, wir können als Hakimian Zelda Link zocken, God-Mode an, Items an. Und nochmal kurz gucken, wa? Schön mit Link jetzt, ja. War auch klar, oder? War ja wirklich nicht schwer, das einfach hier einzubauen. Ich bin einfach mit Link. Hat auch Links Schild, cool. Und unendlich Items, ey. Aber hier gibt's gar nicht so viele. Bei Link war ja noch, bei Link hast du noch die Schneebälle gehabt und die Feuerbälle. Aber gut. Leute, ich würde sagen, wir beenden auch dieses Let's Play. Der Zauberstab von Gamelon Remastered ist vorbei. Ich verabschiede mich in den jetzt doch wieder sehr lauten Overworld-Bildschirm. Es tut mir leid, ja. Und dann bedanke ich mich aber wieder bei euch, dass ihr für diesen Spaß dabei wart. Sowohl bei Link als auch bei Zelda oder beim König. Verrückt. Einfach verrückt, wie Link sagen würde, ne? Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Live-Let's Play, was auch immer das sein wird. Hier auf Website Link Live oder Website Link auf YouTube. Dankeschön und ciao, ciao.